Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja, Rambo macht miese. Ich bin hart müde heute. Ich schaffe es auch, diese Woche leider mal keine Prediction zu machen zu dem Event am Samstag bei FOB. Ich hätte es zeitlich vielleicht noch geschafft, aber das Ding ist, es ist halt auch wieder, es sind so viele Newcomer drauf. Ich werde auf jeden Fall hinfahren. Ich weiß nicht, ob ich alle Battles gucken werde, aber ich versuche auf jeden Fall die meiste Zeit da zu bleiben und vieles zu sehen. Das Ding ist halt einfach für eine Prediction, finde ich es natürlich auch schön, wenn ich euch ein bisschen was erzählen kann und wenn ich irgendwie mein Vote abgebe, was ich im Vorfeld denke, wer es holt, ne, was eventuell passieren wird. Das macht aber alles nicht so viel Sinn, wenn ich dann leider Gottes viele von den Leuten gar nicht kenne. Na, dann kann ich immer nur spekulieren oder kann euch halt auch wenig Infos dazu geben. Ich habe mich jetzt aber entschieden, das Gaming Bars Battle von Kato und T-Way anzugucken, beides Bros von mir. Das Ding ist, es gibt jetzt das Rematch, das war eigentlich fürs letzte FOB-Event geplant. Da musste Kato aber absagen. Ich glaube, der hatte eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas, ne? Also der war ziemlich niedergeschmettert. Und ja, jetzt haben sie sich kurzerhand entschieden, das direkt nachzuholen. Ich glaube, erst gab es halt mögliche Planungen, die halt alle von beiden Seiten aus nicht hingehauen hätten. Jetzt haben wir halt hier dieses Event gefunden. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Event. Ich freue mich auch sehr auf das Rematch zwischen Kato und T-Way. Gaming Bars, da sind wir wieder bei einem Gimmick-Battle. Das heißt, es werden wenig Personals kommen. Natürlich werden beide vermutlich auch so die ein oder andere Gaming-Referenz auf den Gegner direkt projizieren können. Na, das passiert meistens auch. Ich bin gerade wieder so ein bisschen im Modus. Ich habe jetzt die letzte Woche viel gezockt. So, ich habe Kindheitserinnerungen. Ich habe altes GTA San Andreas. Das wurde ja jetzt in dieser Definitive Edition wurde das nochmal komplett neu gemacht. Und ich bin gerade richtig in Flashbacks, während ich das zocke. Und habe ich gedacht, komm, ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, das One Piece gegen Dragon Ball Battle zu machen. Aber wie gesagt, auch aufgrund der Tatsache, dass die beiden jetzt das Rematch am Wochenende haben, fand ich das jetzt doch irgendwie passend. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an allzu viele Inhalte erinnern. Ich weiß aber, dass ich es sehr gut fand, ne? Einfach weil Gaming Bars auch in der Battle Rap Welt nicht so viel Platz finden. Also ich glaube, da sind wenig Gamer am Start, wenig Leute, die wo bekannt ist, dass die viel game. Also bei Duff fällt es mir ein, bei Fabs von Das Battle is Judged, so, der hat auch, glaube ich, so einen Gaming-Hintergrund, also dass der früher irgendwie Reactions oder irgendwelche Videos über Games gemacht hat. Ich weiß es nicht, hab das noch nie angeschaut, tatsächlich. Aber ansonsten wird es da schon fast wieder rar, ne? Also ich glaube, jeder oder die meisten von den Battle-Rappern haben mal irgendwie ein bisschen Plazy gezockt oder Xbox oder PC oder was auch immer oder tun es auch, aber halt einfach jetzt nicht so viel, dass du in deren Textinhalten viele Gaming-Referenzen findest oder dass die sich da irgendwie so geoutet haben, dass das so ein gängiger Punkt ist, gegen die mit Gaming-Bars zu kommen. Na, also ich habe auch schon mal gesagt, ich würde mich gar nicht so als krassen Gamer bezeichnen. Ich habe mein Leben lang immer gerne gezockt. Ich bin halt so übelster Trophäenjäger. Also ich zock alle möglichen Spiele, versuche in der Regel eine Platin zu holen auf der PlayZ und dann zock ich das nächste. Ich bin halt nicht so Multiplayer und Fachjargon und dies und das, ne? Ich habe, glaube ich, mit dem Super Nintendo damals angefangen. Nintendo 64, irgendwann eine PlayZ 1 bekommen, PlayZ 2, die PlayZ 3 habe ich mir dann das erste Mal selber geholt. Also immer Team PlayStation. Ein bisschen habe ich, glaube ich, erzählt bei der Reaction von Dada gegen Diamond, ne, bei 4-7, Big Difference. Genau. Ja, also, was gibt's noch dazu zu sagen? Ich kann mich an wenig Inhalte erinnern. Ich freue mich sehr auf Samstag und deswegen würde ich sagen, wechseln wir einfach mal auf den Monitor und gucken uns das Schmuckstück an. Battle Rap Bundesliga. Main Match. Ey, yo, Dortmund, sind heute Gamer im Haus? Yeah! Ich wollte die beiden Motherfucker eigentlich erst mit ihren PlayStation Plus Namen ankündigen, aber die konnte ich mir nicht merken, Alter. Ey, yo, macht mal Lärm.
Apropos PlayStation Plus Namen. Edit mal alle Gangster-Gangbang. Ich bin's nicht, aber ist ein guter Kollege. Für den Boss an der Konsole mit wunden Daumen, Alter, sitzt er da immer. Mach mal Lärm für Kato! Und der andere, Alter, wenn er ein Charakter bei Mario Kart wäre, dann wahrscheinlich Donkey Kong, Alter. Mach mal Lärm für motherfucking T-Way! Was ich hier vielleicht nochmal kurz einwerfen kann. Also Kato, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, aber wir haben ja eigentlich schon oft drüber geredet, ich würde ihn auf jeden Fall ins Team PlayStation setzen und T-Way ist definitiv Team Nintendo. Also ich weiß gar nicht, ob T-Way eine Playsee hat. Ich denke, der hatte auf jeden Fall mal eine und hat wahrscheinlich auch viel gezockt und so, aber ich weiß, der ist wirklich einer so, der spielt Super Smash Brothers, was zockt da noch? So Zelda und solche Sachen, also halt so diese Spiele, die wirklich nur auf Nintendo möglich sind. Naja, das wollte ich nur noch gerade einwerfen. Die MCs haben sich geeinigt, dass T-Way anfangen wird. Jetzt gibt's Gamer-Boss in eure hässlichen Gesichter, ihr Schmütze. Erste Runde, T-Way. Ey, Kato rief mich über Teamspeak an. Facts. Was los, Tommy? Bock auf BRB? Komm, wir kicken da ein paar freshe Punches. So mit Bezug auf Videospiele, so Reinhold. Ich zucke gerade. Fresse halten! Ey, der trieb mich in den Rage-Mode, laberte mich vor, bis ich das Match zusag und ich wurde zum COD-Kiddy. Idi nahoi Zuckerbliat. Aber Homie, jetzt heißt es erstmal starten. Bin ausgerüstet für das Match des Abends. Trage rechts Sam Fischers Blendgranaten, links Enterhaken. Gib dir Killer-Instinct-Kombos. Es geht links Enterhaken. Ja, ich treffe. Also, es geht auf jeden Fall um Kombinationen, geile Bars bis dahin und wem der Bass-Chat 2024 zu langweilig wird, holt euch COD, holt euch ein Headset und ihr werdet Spaß haben. Treffe deine Schwachstelle mit perfekter Taktik und das geht unter die Haut wie beim Mortal Kombat ein X-Ray-Angriff. Yeah. Ja, wähle deine Battle-Stage, doch nichts rettet dich vom Heavyweight. Und nachdem ich dir die Fresse poliert habe, schießt dich ein Selfie so wie Cassie Cage. Yeah. Also lach mal schön, du Kiefer Kasper. Oder mach uns ein Tutorial für Def Jam Fight for New York. Spiel uns mal den G-Rapper vor. Kato ist so Gangster. Er gibt den Kranich-Kick auf seinem Rebalance-Board. Auf jeden Fall auch sehr geil. Ich habe so lange nicht gesehen. Ich hatte auf jeden Fall komplett andere Reime, aber ich hatte auch eine Bar mit Cassie Cage gegen Caranova. Ja, Mann. Ich will euch die Line jetzt noch nicht vorwegnehmen. Das Battle kommt, glaube ich. Kommt es noch im März? Ich habe es letztens irgendwo gelesen, wann es kommt. Ich glaube, es kommt sogar erst im April. Ja, also wer die Cassie Cage-Line und viele andere gute Bars hören will, holt euch noch das Pay-Per-View aus Kassel. Auf jeden Fall witzig, dass die schon mal in einem Battle generell erwähnt wurde. Ey, da kriegt man fast schon Angst und denkt sich, Alter, was für ein Gangster. Ey, wenn Kato mal von den Bullen verfolgt wird, schmeißt er Bananen aus dem Fenster. Ey, doch jetzt schieße ich den Bengel tot per Nintendo Scope und frag dann, wo ist der Nächste? Und ein FIFA-Flip gegen Mave war einfach total daneben. Junge, gib mir den Controller, es gibt Tote zu sehen, denn ich brauche keine Schusstaste. Ich frag, womit ich grätsche. Real Talk, T-Way ist so schlecht in FIFA. Der ist so schlecht. Dem gebe ich sogar freiwillig Real Madrid, wenn wir spielen, so, weil wir sind beide Real Madrid-Fans, Real Madrid bei FIFA-Nehmer. Aber wie gesagt, T-Way schafft es zu grätschen und das war's. Und deswegen gönne ich ihm da immer den Mannschaftsvorteil. Und was ich eben auch eine geile Referenz fand, war, habe ich eben vergessen, diese Def Jam Fight for New York. Das war so ein geiles Spiel, auch schon davor. Def Jam Vendetta war mega. Falls ihr das nicht kennt, das war halt auch so ein 2D, ich mache mal so ein Spiel war das, ne? So ein Kampfspiel in 2D wie Mortal Kombat und du hattest halt so US-Rapper als Charaktere. Na, auch eine Storyline und alles, dann das war einfach unnormal geil, dieses Spiel. Also das war auch so, keine Ahnung, wie alt ich da war, zwischen 12 und 14, glaube ich, so eins meiner meistgezocktesten Games mit meinen Kollegen früher.
Was dann daraus geworden ist, ist sehr schade. Die haben irgendwann haben die Def Jam Icon rausgebracht. Das fand ich schon nicht mehr so gut. Also das hat auch generell nicht so einen Hype gehabt. Und auf einmal gab es wieder ein Def Jam Spiel. Und das war dann einfach wie SingStar. So, das war einfach so, dazu hast du diese PlayStation 2, war es glaube ich noch, diese Mikrofone gebraucht. Vielleicht ging es auch auf der 3, ich weiß es nicht mehr. Und da waren halt einfach so, keine Ahnung, 30 Rap-Tracks drauf. So, da konntest du quasi Karaoke zu Hause machen. So. Und ich habe, wo ich die Ankündigung von dem Spiel gesehen, ich habe natürlich nicht einmal reingeguckt, was da abgeht, sofort bestellt. Und auf einmal kann ich da lernen, den Takt zu treffen so, und habe gedacht, ach du Scheiße, ne? Also so ein geiles Kampfspiel, ne? Und das ist dann daraus geworden. Und seitdem auch nie wieder ein Teil rausgekommen. Also wenn man sich nochmal was wünschen darf, ein Remake von Def Jam Fight for New York auf jeden Fall oder einfach einen neuen Teil, ja? Mit Battle-Rappern wäre auch geil. Jarambo 99, safe. Ey, und diese Amateure merken wieder, an der Konsole bin ich echt nicht zu stoppen. Ey, denn wenn ich gerade zocke, das ist meine Gliedmaße wie das erste Snagger und Pillup-Mixtape. Die linke und die rechte haben Gutes. Ey, und der Spaß hat keinen Plan. Mir ist egal, was der Bastard da sagt. Ich hab GoldenEye durchgezockt, nur mit Handkanten schlagen. Also, wer denn nicht? Wer hat denn Waffen benutzt in dem Spiel, Junge? Also eine flache Rechte und seid doch sicher, ich kill den Schmuck. Ey, scheiß auf Kamas Waffensheet. Bei mir wird nur mit Skill gezockt. Yeah. Karma Waffensheet, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Die legendäre Line von Karma, also ich glaube, wenn einer sagt, sag mal eine Line von Karma, dann ist eigentlich immer nur die, oder nur die klingt auch assi, ne? Aber das ist die, die glaube ich definitiv immer im Kopf ist. Ich gebe dir links, rechts, links, unten, dies, das, wie GTA San Andreas Waffencheat. Es hat sich rausgestellt, er hat den Cheat sogar falsch zitiert. Also wenn ihr das eingibt, was Karma da sagt, dann kriegt ihr ein pinkes Fahrrad. Aber die Line war trotzdem sehr, sehr geil und ich weiß, was T-Way meint. Ich muss nämlich momentan auch GTA San Andreas ohne Waffencheat spielen. Das ist schade, weil ich kann keine Amokläufe machen. Aber bei einem Waffencheat werden die Trophäen blockiert. Erste Runde Karte. Yo, ich bin hier am Start und ich zerfetze jetzt dich, Schmock. Ich bin krank, ich habe Resident Evil nur mit Messer durchgezogen. Yeah. Wie schon gerade gesagt, ich komme mit A-Nack nach Luxemburg, full, und wir killen dich, Freak. Der hat auch gerade nicht gechoked, der hat nur ein bisschen Silent Hill gespielt. Was hat man bei Kato gegen T-Way zu erwarten? Beim Ruf der Pflicht habe ich kein Problem, eine Schießerei zu starten. Mario 64, Hauptmenü, ich ziehe eine Nase. Mario 64, Hauptmenü, ich ziehe eine Nase, damit der Freak hier gleich begraben wie E.T. für die Atari. Denn keiner zweifelt dran, dass ich T-Way missbrauche. Der ist so eine Pussy, der benutzt den Joypad der Wii nur mit Schlaufe. Ey, wie gesagt, für alle, die nicht direkt drauf kommen, ich versuche euch so ein bisschen die Referenzen zu erklären. Auch Mario N64, so ein legendäres Spiel aus meiner Kindheit auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das erste 3D-Spiel von Mario war. Ich meine aber schon. Ne? Vorher war das ja auch immer so dieses Jump'n'Run in 2D. Ne, so Super Mario Brothers und was da nicht alles gab, damals noch für Game Boy, fürs erste Nintendo gab's das und ich hab's halt das erste Mal auf Super Nintendo gespielt. Ist auch so ein Ding, ich und ein, zwei Kollegen, wir treffen uns so einmal im Jahr und zocken dann in einer Nacht komplett Super Mario Bros. Durch. Ich muss sagen, ich hab mir... war das letztes Jahr vor dem München-Event so, ich, keine Ahnung, ich hatte einfach gedacht, komm, ich reiß einen Tag früher an, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, ich habe mir eine Switch geholt, insbesondere, weil ich gesehen habe, dass es jetzt endlich die Möglichkeit gibt, bei Nintendo im Store so ganz alte N64 und Super Nintendo Spiele zu holen. Also du kannst da so ein Abo machen, irgendwie, keine Ahnung, dies und das, und dann kannst du halt die ganze Zeit diese Games zocken. Das habe ich natürlich sofort getan. Und egal wie viel Liebe ich für all diese alten Spiele habe, ich muss sagen, dass Super Mario N64 hat mir gar nicht mehr gefallen. Ich habe das so viel als Kind gespielt und wo ich das irgendwann mal im letzten Jahr auf der Switch zocken wollte,
Weiß ich nicht, irgendwie habe ich es gar nicht mehr gefühlt. Jetzt! Im wahren Leben bloß ein Loser, doch im Zocken Meister-Gamer. Er war stets der große Bruder, aber trotzdem zweiter Player. Scheiß Ho, mach nicht auf Spyro, bleib mal auf Sparflamme. Ich bin immer ready to rumble, weil ich einfach nur hart punche. Und selbst wenn ich mal ein, zwei zu viel an der Bar tanke, kill ich jeden einzelnen Vogel wie ein scheiß GTA-Junkie. Mhm. Der Fresssack wird geplättet. Pac-Man-Poster, Vendetta, ich bin alle Rapper auf einmal wie das Def Jam-Roaster, du wirst ge... Slap vom Mofa, als wären wir jetzt bei Road Rush, die kommt's auf Gliedmaßen an, wie ein Dead Space-Bosskampf. Also auch geil, wie viele Referenzen Kato da reinpackt. Setup ist eine Referenz, Punchline ist eine Referenz, ein paar sind jetzt untergegangen, ne, so Sparflamme wie Spyro ist geil, Spyro ist... Darf man das so den Super Mario oder einen der Super Mario Donkey Kong Figuren von Sony nennen, ne? Also so wie Crash Bandicoot zum Beispiel halt so die Jump'n'Run für die ganze Familie Spiele halt von Sony. Und Spyro war halt so ein kleiner Drache, der dementsprechend auch nur eine kleine Flamme so gemacht hat. Und was hat er noch gesagt? Schieße ich jeden Vogel ab wie ein GTA-Junkie. So muss ich mich nennen, ja, ich habe tatsächlich alle Tauben bei GTA 4 erschossen und ja, diese Road Rush Line kapiere ich zwar auf jeden Fall nicht, ich glaube das Game habe ich nicht gezockt, aber was hat er noch gesagt, Dead Space war damals so ein Game, das wurde auf jeden Fall in Bonn unter meinen Kollegen immer so ein bisschen gepusht, dass das so zu diesen Games gehört, wo man sich unnormal in die Hose kackt, weil es halt so dunkel ist, teilweise so leise ist und du da einfach so oft auch Momente hast, wo du dich irgendwo langschleichen musst und dann wirst du so mega erschrocken. Da gab es damals so ein Spiel, das hieß 4, also F.E.A.R. Boah, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Da auf dem Cover war auf jeden Fall so ein Mädchen, die sah so ein Zombie-Mädchen, die sah so ein bisschen aus hier wie von The Ring. Und ja, es war auf jeden Fall auch so ein Spiel, ne? Die kam teilweise so, du bist einen Gang lang gegangen, dann wurde die so eingeblendet mit einem Schrei und man hat sich übelst in die Hose geschissen immer. Müsst ihr mir mal ein paar Spiele in die Kommentare schreiben, wenn ihr versteht, was ich meine, sowas wie 4 oder Def Jam, wo man sich halt übelst erschreckt so. Haut mir mal ein paar in die Kommentare so, weil ich bin auch immer auf der Suche nach so Geheimtipps. Vario, in mein Vario solltest du mit deiner Wampini herkommen. Ich kill dich per Sniper. Warum? Dafür brauche ich keine lange Erklärung. Ich guck durchs Fernrohr, checke Dantes Entfernung und schick dich in die Hölle wie in Dantes Inferno. Und komm mit deiner Horde und jeder deiner Krieger kriegt eine Schelle. Ich spiel Gears of War Online und hört die perfekte Welle. Und was Frauen betrifft, ist er nicht ernst zu nehmen. Er macht Minuten Spieleabend beim ersten Date und sagt, ich hab ne Switch und Mario Kart. Bock zu zocken? Doch, da wird die Bitch in der Vagina Knochen trocken. Und ich bin der kein Problem hat, die Dame auch mal gewinnen zu lassen. Er ist eher so, hättest du keinen roten Panzer gehabt, dann hättest du dich gekillt, du Schlappe. Wechsel lieber deinen Tech-Team-Partner ein. Vielleicht wird ja das Match besser. Für mich seid ihr Benjo und Kazooie. Ein Vogel und ein Backpack. Auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsame Runde. Also ist immer sehr, sehr schwer, so ein Match zum Beispiel zu judgen, ne? Weil es ist auf jeden Fall irgendwie sehr freundschaftlich, auch wenn sie beide natürlich jetzt nicht nur irgendwelche Games aufzählen, sondern natürlich auch ein bisschen gegeneinander punchen. Aber ich hatte bei beiden richtig Spaß und jetzt auch die vorletzte Line von Kato mit dem roten Panzer, richtiges Highlight. Also ich glaube, Super Mario Kart an der Switch oder am Nintendo kann genauso Freundschaften zerstören oder auf die Probe stellen wie FIFA. Ja! Wirklich! Ja. Merlin und ich haben überlegt, ob wir dieses Match auch demnächst im Nintendo eShop anbieten. Ja! Könnt ihr kaufen. Let's go! Zweite Runde T-Way. Ja. Ey, dieser Kato ist verliebt und trommelt seine Perle auf Topspeed. Doch beim Sex mit dir ist die wie Half-Life 3. Und kommt nie hin. Ey, ich ruf die zu mir ins Hotel. Ah, das der jetzt mit Xbox, oder? Half-Life 3 oder war das auch PC?
Ich verbinde das im Oh, Alter, jetzt kann ich mich in die Scheiße reiten. Ich verbinde das irgendwie immer mit Xbox, ja? Und siehst schon, wie die fantasiert. Die kommt nachts zu mir und das ist wie Call of Duty. Denn ich lasse sie in der Lobby warten, bevor losgeballert wird. Ey, das sieht aus wie bei Mario Party, wenn sie meinen großen Rüssel liebt. Denn sie shakt ihn wie den V-Controller bei diesem Dosenschütterspiel. Ey, die Line ist schlecht gealtert, oder? Wer so ein bisschen noch so in Nintendo Games reinguckt, es gibt, glaube ich, seit letztem Jahr ein neues Super Mario Wonder. Ich fühle das gar nicht. Ich habe es mir nicht geholt. Ich habe in den Trailer reingeguckt, aber weil er halt jetzt auch Rüssel gesagt hat, zu dem Zeitpunkt gab es das ja noch gar nicht. Ne? Er hat das ja jetzt auf Super Mario Party angelehnt. Aber ich weiß nicht, ich habe mich schon schwer damit getan, dass Super Mario in der Wii U Edition, ne, glaube ich, die war das, oder war das erst die, die für Switch rauskam, dass der auf jeden Fall so ein Item hatte, womit der zu einer Katze geworden ist. Ich weiß nicht so. Für mich war der halt immer der so eine Art Superman wird mit der Feder. Er kann Feuerbälle schießen mit der Pflanze. Er wird mit einem Pilz, wird der groß. Habe ich noch einen vergessen? Gab es damals noch einen? Der Stern, er war unsterblich und so. Das war's doch eigentlich, oder? Aber diese Items, die es dann in dem neuen Super Mario gab, so mit dem statt Feuerbälle Eisbälle, das war okay. Mit dem Propeller, glaube ich, gab es, das war auch okay. Aber dieses Katzenkostüm, das hat mich schon hart getriggert. Aber man kann sich dran gewöhnen. Aber jetzt im neuen Super Mario Wonder, ich weiß nicht, wie das Item aussieht. Auf jeden Fall kannst du irgendwas machen. Und Super Mario sieht dann aus wie Benjamin Blümchen. Er wird einfach so komplett grau, er wird zu so einem Elefanten-Italiener und ich weiß nicht so, ich finde, der sieht 1:1 aus wie Benjamin Blümchen, das erstmal vorneweg so und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie mega uncool, weil er halt, weil es nicht mal mehr einfach nur ein Kostüm ist, sondern er wirklich ein quasi neuer Charakter wird, aber dieses Spiel, weiß ich nicht, hatte zu viel im ersten Step, was ich da in den Trailern gesehen habe, so zu viel Veränderung. Aber richtig witzig, dass er das irgendwie vorhergesehen hat mit dieser Line, ja. Hey, ich spritze die voll wie eine Splatoon-Map. Das findet die hammergeil. Ich bin so wie Tails, aufgrund von meinem Schwanz schon fly. Hey, und danach werde ich dein Babe fisten. Ruf dir dabei an und sag immer zu, hey, listen, hey, listen, hey, listen. Und jetzt schiebt der da Frust, baut sich eine virtuelle Freundin, doch nicht mal die ist für den Pisser bestimmt. Denn die schiebt dich so in die Friendzone, ey, die Sims dir nicht mal bei Sims. Ja, schon ziemlich abtönend, was dieser Spaß da verkörpert. Ich dagegen hab Moves drauf, die mir keiner zutraut, das schon fast unerhört, ja? Denn wäre ich ein Pokémon, ja dann das Pikachu mit Surfer. Und du menschgewordener Angry Bird bist so ein hässlicher Vogel. Und du menschgewordener Angry Bird bist so ein hässlicher Vogel. Ich mach dir jetzt ein Kreuz durch die Runde wie das Super Smash Bros. Logo. Du wirst gefalken Kick, gefalken Punch, das alles ohne Ende. Und du willst wissen, ob ich dich respektiere? Und ich stelle meine Charakterwahl auf random. Das ist schon hart respektlos. Wie wird Kato sagen? Da zeigt sich Charakter. Da zeigt sich Charakter. Also wenn ihr, egal welches Game, so ein Two-Player-Game, was ihr dann so an einer Konsole gegeneinander zockt, wenn ihr sagt, ey, mein Gegner ist so schlecht, ich will keine Mannschaft oder ich will keinen Fighter aus, ich drücke einfach aus auf Viereck und nimm den ich kriege, so random halt, das ist schon respektlos. Und wie gesagt, Charakterstärke kennt Kato. Wir haben jetzt in der Vorbereitung zum Tour und Tour eine FIFA-Session gemacht, nee, zwei. Und die erste war sehr, sehr gottlos. Ich habe auch schon lange nicht mehr einen FIFA-Abend gehabt, aber ich glaube, Kato auf jeden Fall ein paar Jahre länger schon nicht. Und es war ein bisschen asozial schon. Ne? Also wenn du 10:1 führst und einen Elfmeter kriegst so, dann ist die Erwartungshaltung von Kato, dass man den drüber schießt. Und er hat halt gesagt, jetzt zeigt sich Charakter. Bevor er das ausgesprochen hatte, habe ich den Elfmeterschützen gewechselt und habe mit meinem Torwart geschossen.
und das Ding in den Winkel gehauen. Aber ich meine, es stand nicht 10 zu 0, es stand 10 zu 1. Und wie gesagt, es kann bei FIFA alles passieren. Da muss man schon mal auf Nummer sicher gehen. Es war auch noch die 85. Minute. Also er hatte halt noch wirklich viel Zeit. Ja, gucken wir mal weiter. Ich besiege dich in jedem Play-Mode. Nach dem Battle ist er safe tot. Denn dieses Battle ist wie Rainbow Six gegen Six Rainbow. Hey, und ich kill den Dude. Lines gegen mein Gewicht wären der absolute Billo-Move, denn die prallen an meiner Wampe einfach ab. Nämlich King K. Rool. Yeah. Ey, was von diese Pisser tun, ihr könnt lästern, verdammt. Doch Sonic hat uns alle eins gelehrt. Als Kugel kommt man immer besser voran. Yeah. Yeah. Boah, Sonic war nie so mein Game. Ich glaube, ich habe das früher auf den ersten Playsies nie gezockt. Keine Ahnung, warum nicht. Eigentlich fand ich die Figur immer cool, aber irgendwie nie dieses Game in der Hand gehalten. Und das erste, was ich hatte, war, glaube ich, für die Playsie 3, hieß das Sonic Unleashed. Und ich weiß nicht, warum. Ich kam einfach nicht klar auf dieses Game. So, ne, keine Ahnung. Ich glaube, manche Games, so, wenn man die von Kind aus kennt, so, dann liegt einem das und man weiß alles, was man machen muss. Aber manchmal gibt es halt Games, da kommst du einfach vom Kopf her nicht rein. Und Sonic Unleashed, ich meine, ich war auch noch, keine Ahnung, 13, 14, vielleicht hatte ich auch nicht so übelst Bock. Ich wollte nochmal gucken, ne, weil ich glaube immer so, wenn ich mich für eine Platin-Trophäe interessiere, dann gucke ich auch immer so ein bisschen, was musst du machen, wie geht das? Oder wenn ich nicht weiterkomme, dann hole ich mir ein bisschen Hilfe aus dem Internet. Also einfach so wegen Steuerung und sowas halt, ne? Oder ob es Tricks gibt, wenn ich gar nicht an meinem Gegner vorbeikomme. Aber dieses Sonic, ne, dieses durch die Loopings laufen und was der alles gemacht hat, so, ich weiß nicht, ich kam irgendwie nicht drauf klar auf dieses Spiel, ja. Ich habe es nie wirklich gezockt, danach auch nicht so. Das hat so, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas fresst und das ist so ekelhaft und ihr wollt es einfach nie wieder probieren, auch 10 Jahre später nicht, 20 Jahre später nicht, ihr sagt einfach nein. Das ist bei mir zum Beispiel Rote Beete, niemals in meinem Leben esse ich das nochmal. Aber bei dem Game ist das genauso. Irgendwie, es hat mich abgeturnt und jetzt, wenn ich immer sehe bei PlayStation Store Sonic für 1,99, denke ich so, nein, lieber eine Cola zum Döner holen, aber nicht Sonic-Spiel kaufen. Dieses Band gefällt mir voll gut, weil ich check die References. Ja, zweite Runde Kato. Ey, ich spitze eine Line und du Opfer fließt. Seine Mutter erwischt ihn dabei und er sagt, ich zock nur Wii. Lack, ich komme in den Teamchat deiner Perle. Teamchat Fool. Er kommt nach Hause nach einer harten Runde. Diablo. Die Frau fühlt sich ertappt, ist irgendwie sprachlos. Er sagt, betrügst du mich? Ich bin arm. Kenn ich ihn? Sag schon. Da komme ich aus dem Schrank gesprungen. It's a me. Kato. Unnormale Line, unnormale Line. Allein dieser Aufbau, ne? Richtig lustige Story, so. Also ich hat mir richtig, richtig gut gefallen. So. Also für mich beste Bahn im Battle bisher. Seitdem sie deine Verflossene ist, bekommt sie im Tech-Team immer wieder die Fleischwurst. Wir nennen sie deine Golden Eggs, denn wir nehmen die Amiga zu zweit durch. Immer wieder beschäftigt am Kitzer dieser Crackbitch. Wie Track and Field für Nintendo 64. Ein Zehner fürs Bittchen reicht, um meinen Penis zu küssen. Da wird wie bei Red Dead 2 unverschämt lang geritten. Viel zu lang. Facts. Aber sie kommt. So, kennt ihr das, wenn du Luxemburg... Ich hoffe, letzte Anekdote für heute. Red Dead 2, ne, für viele das beste Spiel all time. Ich muss sagen, auch was generell Rockstar angeht, ich bin immer schon mehr Team GTA gewesen als Team Red Dead. Ich habe auch die Spiele gerne gezockt und Red Dead 2 war aber wirklich aufgrund des unverschämt langen Reitens mal so ein Ding, wo ich generell eine Gaming-Pause gemacht habe. So. Also ich habe das Spiel nicht weitergezockt, als ich gemerkt habe, ey, schon wieder 3 Stunden und ich bin 2 Stunden Pferd geritten. So. Ich kann kein Taxi nehmen, ich kann irgendwie die Fahrt nicht überspringen. Ich muss einfach durch halbe Welt mit Pferd reiten. So, gar keinen Bock gehabt. Das hatte ich selten. Ich habe dieses Spiel auch
vor 2 Jahren oder so. Ich meine, nee, letztes Jahr war es nicht. Es müsste 22 gewesen sein. Da habe ich das dann nochmal komplett nachgeholt. Nicht auf Platin gemacht. Das war mir dann auch zu viel Western am Ende und kein Bock. Aber ich habe so eigentlich alles, so die Kampagne gespielt und so diese ganzen, fast alle Sammelsachen und so habe ich noch geholt und Nebenmissionen. Nicht alles halt, ne? Dieses Häuten und so nicht. Ist mir fast noch nie passiert. Außer bei Assassin's Creed Valhalla. So, Assassin's Creed auch für mich immer eine safe Platin gewesen. Immer ein Spiel, was ich sehr geliebt habe, wo ich es auch genossen habe, da meine Zeit zu verballern ohne Ende und jeden Scheiß noch zu machen, Federn zu sammeln und so weiter. Aber dieses, ich sag immer Vikings, Valhalla, boah, Digga, das war irgendwie auch ein bisschen anders aufgebaut, fand ich. Und eine der größten Spielwelten, die ich je gesehen habe. So, also ich meine, wie gesagt, bei GTA 5 und so, du hast Autos, du hast Helikopter, du kannst ins Taxi steigen und sagen, ich will dahin, Fahrt überspringen, scheiß drauf. Aber wie gesagt, bei so Spielen, wo du das nicht machen kannst, ne, und wo du dann halt mit so einem Wikinger-Team, ja, in einem Boot, was logischerweise keinen Motor hat, sondern was du rudern musst, da, keine Ahnung, von Finnland bis Grönland zu segeln, Digga, ne. Das Spiel habe ich seitdem, es soll gut sein, aber ich glaube, die Kritik haben viele geäußert, so die ich jetzt habe, habe ich leider nie vollendet und aktuell auch gar keinen Bock, das nochmal auszubuddeln. Hamburgisch reden, da hört man raus, das ist eine Inzestnation. Der Tonfall ändert sich und die Stimme geht hoch. Man versteht sogar ein bisschen, obwohl sie es behindert betont. Wie so ein Sims-Dialog. Und selbst bei Sims wärst du nur eine hässliche, fette Single-Mom. Hier macht ihr auch Brüder, doch keiner kennt sich seit den Kindheitstagen. Aber in Deutschland wollen sie die Krone holen. Da kommen die Gangster mit der Bimmelbahn, random Charaktere, auf einer Mission. Man denkt, man ist bei Kingdom Hearts. Random Kingdom Hearts Kapitel. Da warst du sogar King, doch hier wird dein Arsch rasiert. Bei so einem Oberhaupt ist es kein Wunder, dass bald der Staat krepiert. Da war eine Schwuchtel auf dem Thron. Far Cry 4. Je mehr Leute um ihn rum sind, umso mehr macht er auf Dornenbiss. Doch wenn die wegsieht, sieht man, wer er kein Wort rauskriegt. Und wenn es Stress gibt, ist er der sich sofort verpisst. Man muss auch alleine die Rolle spielen, wenn man schon vorlaut ist. Yeah. Also Tommy Land, du kriegst mit Tommy Gun, wie bei Mafia einen Kopfschuss. Und Vinci, trau dich endlich aus dem Schatten des Kolossus. Yeah. Aber macht dir nicht auf Boss, ich box euch Penner ins Koma. Ihr seid die Nebenmission unter den... Sorry, dass ich mitten in der Line unterbreche, aber ich muss einfach mal sagen, erstmal schöne Grüße an Lukas, den Bruder von Kato hier im Hintergrund. Richtig geiles T-Shirt. Serious Sam Logo. Unter den Ländern Europas. Mach den aus dem Schatten des Kolossus. Aber macht den nicht auf Boss, ich box euch Penner ins Koma. Ihr seid die Nebenmission unter den Ländern Europas. Willkommen zum Finale! Ich hoffe, wir sehen ein paar Fatality-Moves jetzt noch, Alter. Ich würde mal kurz sagen, Round 3, Fight! Ey, lieber E-Sport als Nie-Sport. Yeah. Lieber E-Sport als Nie-Sport. Und ich habe noch 1000 Referenzen in meinem Repertoire. Mich zu battlen ist eine schlechte Wahl, denn ich werde dich jetzt auflösen. L.A. Noir. Und Kato, check das mal. Deine Mom, die ist eine komische Furze. Ey, die spielt den ganzen Tag Goat Simulator. Ohne zu zocken. Und für etwas Kleingeld spielt die auf jedem Schwanz das Kamasutra. Tja, und dann lass ich halt ein paar Kröten fliegen wie ein Paracoupa. Ey, bei der wird, die lebt auf ihrem Little Bitch Planet. Bei der wird täglich... Die lebt auf ihrem Little Bitch Planet. Bei der wird täglich geblowt, mehrmals gechoked, bis die rot und blau wird wie Pokémon-Spieler der ersten Generation. Ey, die Junkie-Nutte hat Need for Speed und das ist ziemlich abgefahren. Denn auch ohne Rollercoaster-Tycoon baut diese Schmittags ihre achte Bahn. Reach, ich glaube, er sagt's auch gerade, ja. Aber Rollercoaster Tycoon, auch ein unnormales Spiel. Auch eine Zeit gehabt, da habe ich das so gesuchtet und so geile Achterbahnparks gebaut. Ich habe das jetzt auch den neuen Teil, ich glaube, also nicht Rollercoaster Tycoon, das heißt Planet Coaster für PlayZ, aber ich finde, auf PlayZ kannst du das einfach nicht so schön zocken wie damals am PC. Was hat da noch drin gehabt? Little Big Planet, Little Bitch Planet. Ich habe dieses Spiel nie verstanden.
mit Sackboy, dieser kleine komische Stricktyp da, oder der gestrickte, keine Ahnung, ich fand das Spiel so kacke immer, ne, Little Big Planet, so, das war so eins der ersten, ja, groß angekündigten Games, für kleinere natürlich, auf der PlayStation 3, meine ich. Also ich habe damals immer mit meinem Nachbar, einem meiner besten Freunde und seinem kleinen Bruder gespielt, so, also mein Kollege, der war halt nie so ein Zocker und sein kleiner Bruder schon, mit dem habe ich auch einen gemeinsamen Account damals erstellt und wir haben immer auch zusammen Trophäen gesammelt und der hatte irgendwann dieses Little Big Planet und ich habe gedacht, komm, wird eine easy Platin, aber boah, dieses Spiel, auch so, das ist einfach das, wo ich sage, keine Ahnung, vielleicht ist man zu alt dafür, das zu checken, keine Ahnung, aber hat... Also den Namen muss man eigentlich kennen, wenn man ein bisschen gezockt hat, aber das Spiel an sich, voll der Kack. Reach of the Event! Und im Vorfeld dieses Matches sahen viele dieses Crackbaby Stars in Battle Showstar. Doch ich bin King und bleib für immer, als wäre das hier ein Tekken Roaster. Und das hier ist dein Zuhause. Und auf dem Olymp ist dieser Kato ein Mythos. Doch jetzt wird's ziemlich unangenehm für dich. Weil Kratos an deiner Tür klopft. Hey, besser, wenn du jetzt um Gnade winselst. Denn ich schwing die Chaos-Klingen, bis die Töne von Kratos' Stimme nur noch nach Chaos klingen. Hey, du blickst in das Gesicht der grimmigen Gottheit. Die Augen leuchten edelweiß. Ich hab gelernt, die Masken der Menschen können Fluch oder auch Segen sein. Manchmal muss man sich anpassen, um zu überleben. Man bangt um seine Freiheiten, denn es findet große Unruhe statt und man fühlt sich gefangen wie in einer Zeitschleife. Doch egal, wie groß der Druck ist, ich halte immer dagegen mit letzter Kraft. Denn seit Majora's Mask weiß ich damit umzugehen, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Geile Runde. Ich hatte sogar gedacht, die machen nur zwei Runden. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt am Wochenende auch wieder drei machen oder irgendwie hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass dieses Gimmick-Ding nur zwei Runden hat. Aber vielleicht habe ich auch jetzt gerade so viel Big Difference geguckt, keine Ahnung, vielleicht deswegen. Ich habe gerade schon einen Katos Blick gesehen, der freut sich auf jeden Fall auf seinen dritten Part, weil er weiß, dadurch, dass er nachlegt, hat er gleich einen coolen Effekt. Ich kann mich halt noch dran erinnern, so, falls ihr das Battle noch nicht gesehen habt, will ich noch nicht zu viel spoilern, aber er hatte so ein ganz fieses Grinsen, hat dann kurz zu seinem Bruder geguckt und ja. Ich hab keine Zeit für dich, Donkey Kong, schieb den Nappen beiseite. Bald heißt es, Game Over, thank you for playing, für diese unfassbare Pfeife. Doch Kato, bei dir ist noch nicht alles verloren, ey, du kannst was erreichen, also geh an die Konsole, verwirklich deine Träume und mach Schalke zum Meister! Hey, letzte Runde, Endgegner sozusagen. Let's get it, Kato. Ey, du bist wirklich ein übertriebener Spast. Das Schalke Meisterbild habe ich nicht mal auf FIFA gemacht. Wenn ich mir mein Resümee und die Leistung meiner Gegner so reinziehe, wurden alle komplett geburnt, wie meine PlayStation 1 Spiele. Aber ich weiß, ich habe noch nie die beste Phonetik gehabt, weil ich meistens drei Tage vorher schreibe. Und das ist jedem hier klar. Aber habe ich jemals gegen einen meiner Gegner versagt, ich schaffe es in 72 Stunden mit Links wie in die Majora's Mask. Aber man sagt, mein Arsenal ist größer, seitdem ich persönlichere Lines in meinem Text habe. Ich bin lieber generisch und finde die ersten Battles eigentlich viel fresher. Ich fühle mich wie bei God of War 4 beim Vergleich meiner Rap. Bei den neuen Waffen gibt es keinen Grund zu meckern, doch ich finde die alten klingen besser. Ja. Geile Line, also auch der Aufbau, ne? Also jetzt auch das ganze Ding erstmal weg vom Gaming zu betrachten und so das, so seinen persönlichen Werdegang damit einmal kurz zu beleuchten und dann halt diese God of War Referenz. Richtig gut. Und das war genau die Line. Ich wusste tatsächlich nicht mehr, wie sie aufgebaut ist. Ich wusste halt nur noch, dass sie endet auf die alten klingen besser. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass er das auf seine Battles bezieht. Aber da hat er halt eben, wo T-Way von den Chaos-Klingen geredet hat und so, ne, bla bla bla, bis die Stimmen in Katos Kopf nach Chaos klingen, irgendwie so, da hat Kato schon gedacht, geil, ne, zum Glück fängt er an, ne, und ich habe dann so sinnbildlichen Konter im Part. Ja, also richtig geil.
Doch gehen wir mal zurück in die Kindheit von dem Fettsack. Ein Junge, der zockt, weil er bei Videospielen seine Freude hat. Und ein Junge, der zockt, weil er sonst zum Spielen keine Freunde hat. Und da hat er erkannt, man kauft sich ganz leicht mehr Liebe durch Geld. Nur damit Freunde kommen, hat er sich extra FIFA bestellt. Und geht nie vor die Tür, weil seine Anwesenheit niemand gefällt. Ich geh raus, we are the world, du siehst durch VR die Welt. Ja. Denn als kleiner Junge war ich schon der G in meiner Hood. Blaue Edition, Batterieanzeige rot. Hey. Und konnte mich nie entscheiden, welches Start-Pokémon nehme ich für meinen nächsten Trip. Du scheiterst allein schon bei der Frage, ob du Junge oder Mädchen bist. Yes. Und ich hasse Online-Zocken, weil ich den Scheiß nicht benötige. Du verbringst die ganze Nacht mit Männern, von denen du keinen persönlich kennst. Die, mit denen ich zock, heißen Lukas, Attila, Ahmed, Angie und Ramazan. Deine Superstar-Killer 18 und Belgium Padawan. Und spar dir nur Sprichwort. Belgium Padawan. Ey, Jungs, Mädels, diverse, alle, die hier zugucken, schreibt mir mal, es muss ja nicht euer aktueller Name sein, keine Angst, ich werde jetzt nicht die ganze Liste adden, aber wenn ihr so alte AKAs, alte Plazy-Namen habt oder so, die eh inaktiv sind, von mir aus auch gern die aktuellen, haut sie mal in die Kommentare, eure behindertsten PlayStation-Namen. Also ich glaube, ich hieß nicht bei Plazy so, aber falls noch einer Penner Game kennt, das war so ein Online-Strategiespiel. Ich war King da drin. Und ich glaube, da hieß ich Alex minus Batista Bomb oder so. Ja, wie gesagt, guter Kollege von mir, Nino. Sein Plazy-Name war immer Gangster Gangbang und so ungefähr diese Namen, dass die, ich denke mir mal, so viele Millionen Menschen, so die alle einen Playstation oder sonst was Account haben und sich einen Namen auswählen können, dass man immer genau den kriegt, ne? Also ich meine, klar, manche müssten dann noch irgendwie eine Zahl hinten dranhängen oder sowas, ne, aber wir hatten damals immer diese Playstation-Namen, Big Baba Player und so. Ich mach den nochmal zurück hier. Bevor du fast da. Die, mit denen ich zock, heißen Lukas, Attila, Ahmed, Angie und Ramazan. Deine Superstar-Killer 18 und Belgium Padawan. Und spar dir nur Sprüche, bevor du Fotze noch stirbst. Bei meinen Smash Brothers gehst du drauf, wenn du den Block ignorierst. Und noch eine Mutterlein zum Schluss, um das Battle nicht ganz so stressig zu beenden. Bei Portal muss man noch von einem Loch ins andere. Ich glaube mal, den Rest könnt ihr euch denken. So, sehr, sehr geiles Battle. Ich hatte sehr viel Spaß. Wie gesagt, lange nicht gesehen. Das genieße ich halt auch wirklich immer bei diesen Reactions. Ich zeige euch ungefähr, wie das aussieht, wenn ich mir Battles angucke, die ich nicht mehr auf dem Schirm habe. So, ne, wie viel Spaß ich dabei habe. Natürlich, wenn ich alleine gucke, dann kommentiere ich nicht alles für mich selber. Aber ist immer wieder gut, macht immer wieder Spaß. Und wie gesagt, ich denke einfach jetzt passend zum Samstag. Ich kenne tatsächlich Katos Part auch nicht. Ich kannte sie. Er hat zu mir aber gesagt, er hat nochmal fast komplett neu geschrieben. Wir haben nämlich, wo wir so mit dem Sisyphos-Steini-Text durch waren, da haben wir noch zusammengesessen, haben uns so die Parts, die wir schon fürs nächste Battle hatten und so, haben wir uns noch so ein bisschen gezeigt und so ein paar Games zusammen angeguckt und so gemeinsam so ein bisschen Lines überlegt, also so einfach, was man machen kann. Es ist manchmal so auch einfach lustig, so, ne? So Games durchgehen und einfach gucken, was findet man für Referenzen. Naja, auf jeden Fall für mich Vorteil, ne? Ich weiß wirklich so gut wie gar nicht, was Kato bringen wird. T-Ways Parts kenne ich auch nicht, aber jetzt so mit dem Match, was wir gemeinsam geguckt haben, habe ich umso mehr Bock auf Samstag, auf das Gaming Bars Battle Part 2. Ich hätte so unnormal Bock auch gehabt, selber mal ein Gaming Bars oder generell, habe ich euch ja letztens auch gesagt, so ein Gimmick Battle zu machen. So ich als Eric Cartman oder Bart Simpson oder generell Wrestling gegen UFC oder sowas. Keine Ahnung. Also wäre auf jeden Fall noch ein Ding gewesen, was ich gerne gemacht hätte. Naja, wie fandet ihr das Battle? Lieblingsline? Keine Ahnung, Lieblingsgames? Ich überlege mir ja auch immer mal wieder, ich will eigentlich hier keinen Kanal machen, der irgendwie 90% Battle Rap ist und dann hin und wieder mal, also ich würde mich, glaube ich, nie beim Zocken filmen.
Aber vielleicht mache ich mal so eine Special-Folge, wo ich euch so ein bisschen meine Trophies zeige, so generell, was ich so zocke. Vielleicht, je nachdem, wie viel Zeit ich habe und Lust, werde ich das auch mal anstoßen, dass ich einfach hier meinen Account irgendwo reinhaue und wer Bock hat, kann mich adden und wir machen einfach mal, keine Ahnung, so vielleicht so ein FIFA-Abend, so dann, keine Ahnung, gucke ich, dass Kato und ein paar Jungs zu mir kommen, ein paar Battle-Rapper und dann können wir miteinander zocken oder sowas. Also wie gesagt, ich gucke auf jeden Fall, dass ich ein paar coole Sachen hieraus machen kann. Wir haben auch damals, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich glaube, das war nämlich nur ein Twitch-Stream, da habe ich, das hat 4Seven quasi organisiert, ich glaube mit Jizzy, mit Bilyal war dabei, wer war noch dabei, ich komme nicht mehr drauf, wer alles dabei war. Da haben wir auf jeden Fall auch bei mir zu Hause damals so einen gemeinsamen FIFA-Abend gemacht und waren halt live. Ich glaube aber, das findet man nicht mehr auf YouTube. Vielleicht so Highlights davon oder so ein, zwei Spiele davon. Aber vielleicht machen wir sowas oder sowas Ähnliches auch mal hier für den Kanal. Wie gesagt, ich mache mir Gedanken. Ich will auf jeden Fall irgendwann mehr machen als einfach nur Reactions. Aber ihr braucht auch keine Sorge haben, dass das hier irgendwie so 50-50 Battle Rap und Gaming wird oder sowas. Aber wie gesagt, für Projekte, die irgendwie dann auch mit Battle Rap oder Battle Rappern zu tun haben, bin ich da immer offen. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich noch ein bisschen GTA San Andreas weiterspielen. Wo bin ich denn gerade? Ich glaube, ich sammle gerade Miesmuscheln, um meinen Sex-Appeal zu steigern. Und ich habe noch eine Stunde Zeit. Da muss ich die Kinder vom Kindergarten abholen. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag bei FOB in Köln. Und damit bin ich raus. Pff.